Ja, willkommen zurück beim Klo Manager Deluxe. Ja, ich wollte ja eigentlich noch zu Ende spielen. Allerdings bei meiner letzten Aufnahme war nach einer Minute Schluss. Der Dr. San Methan hat mir meine letzte Parzelle weggenommen. Und dementsprechend hatten wir nichts mehr zum Kaufen. Er hat sich diese letzte Parzelle geklaut und wie soll es anders sein? Er ist danach zum Klo Manager aufgestiegen. Das heißt, das Spiel war beendet nach knapp einer Minute. Deswegen bringe ich diesen Part jetzt nicht mehr raus und ja, dann fangen wir einfach mal wieder von vorne an. Hoffentlich diesmal mit mehr Glück. Wir nehmen mal wieder einen Spüler. Den schimpfen wir mal wieder Kloala. Wir gucken einfach mal, vielleicht wird das ja mal was. So, das letzte Mal hatten wir Klo Manager. Wirtschaften von 10 Millionen ist auch ein Klacks, wenn man gesehen hat, was der zum Schluss hatte. Besitz aller Toiletten der Stadt. Verleihung aller Auszeichnungen, Erreichen des maximalen Forschungsstandes, Besitz einer Toilette in jedem Stadtviertel. Ist auch zu schnell. Das meiste Geld nach, ja gut, so und so viel Runden. Wie viel geht Maximum? 100. Ich würde sagen, wir nehmen uns dieses Mal nicht den Klo-Manager als Ziel, sondern wir versuchen mal unser Glück mit dem Besitz aller Toiletten der Stadt. Das heißt, wenn der Methan wieder richtig Bock hat gegen uns zu schießen, dann haben wir natürlich das Problem, dass nach 40 Runden wieder Schluss ist. So, Eigenschaften der Bürger, machen wir, bleiben wir bei Zufall jeweils und dann laden wir mal einen neuen Spielstand. Vielleicht können wir es dieses Mal ja ein bisschen anders angehen. Er hatte, glaube ich, hier unten angefangen. Was war da nochmal der Vorteil? Ja, gut. Da war natürlich das Problem, dass man recht viel Panke hat und damit alles ein bisschen so verdreckt ist. Ich fand es hier eigentlich ganz schick. Allerdings, ja, ich weiß nicht. Flughafen war natürlich richtig geil, dadurch, dass man eigentlich nie irgendwie jemanden vorbeischicken konnte, weil die immer aufgehalten wurden. Ich würde aber mal sagen, wir versuchen dieses Mal unser Glück in der Vorstadt und versuchen jetzt diesmal. Wir kaufen das jetzt direkt mal. Und würde mal sagen, wir haben dann einfach mal dieses Glück, hoffentlich, dass wir direkt die erste Runde vielleicht für uns entscheiden können, dann direkt mal ausbauen auf Smaragdschüsseln. Also dieses Mal nicht so, ja, wir sparen uns das Geld und hoffen auf Siege, sondern dieses Mal kaufen wir uns mal das Zeug und erhoffen uns dadurch dann einiges. So, das heißt, wir machen jetzt mal. Was haben wir noch? 29.000. Wir holen uns auf jeden Fall eine Metall. Wir brauchen vier davon, sowieso. Wir brauchen vier davon. Schüsselfluter brauchen wir natürlich. So, jetzt haben wir noch drei über. Brauchen noch drei. Eine Marmor kostet so viel. Wir gehen direkt mal hier voll. Ja. Wir machen hier noch 1, 2 und dann fangen wir mal an. Spülung, Keramikschüssel, obwohl wir gehen hier direkt mal auf die Marmorschüssel, den Spülmann machen da, ja, komm, machen wir hier erstmal so. Nächste bitte, die Metallerne, dann haben wir die guten schon mal beide weg. Spartanisch und das ist der Unterschied. Spärlich, okay. Da sind wir aber. Achso, gut, da haben wir die bessere. Ja, okay. Ist ja klar. So, dann. Schüsselfluter. Nur noch eine Keramik über. Den Spülmann. Und da auch wieder. Ups, das war zu viel. Wir haben ja noch keine Kohle, um das irgendwie nutzen zu können. Und ein letztes Mal, weil es so schön ist. So, das heißt, wir haben jetzt alles verbaut, was wir haben. Kondomautomat brauchen wir in dem Fall diesmal mal nicht. So, da haben wir noch nicht so viel tolle Sachen. Kann man da? Nee, da können wir dadurch auch nichts erwirtschaften. Den Rang kriegen wir gar nicht. Gut. Ja, ist natürlich das Schlechteste vom Schlechten. Wir sagen, hier gehen wir auf 2 Euro und hier versuchen wir auch unser Glück direkt mal mit 2 Euro. Und dann schauen wir mal, was passiert.
Ja, boah, unser Klo Nummer 1, natürlich hier direkt der Spitzenreiter, ist natürlich am besten von den Sachen, die wir eingebaut haben. Dann lassen wir mal den Methan. Der gewinnt natürlich mal wieder direkt die erste Runde, die Drecksau. Gucken, was er sich diesmal direkt holt. Ja, 10.000 Euro, na gut. Kann er sich natürlich auch direkt wieder irgendwas Schickes kaufen. Mal gucken, wo er sich. Oh, er ist auch in die Vorstadt gegangen. War ihm etwa langweilig, dem Herrn? Nun ju, dann erstmal alles richten. Das war eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ich denke mal, wenn wir hier nochmal auf 1 Euro zurückgehen. Obwohl, ja. Natürlich die Frage. Viel Asche haben wir ja jetzt nicht. Viel Asche haben wir nicht. Wir gucken mal, wie sich das auswirkt, wenn man hier auf 3 Euro hochgeht. Dann machen wir hier doch nochmal 2 Euro. Und belassen die anderen beiden. Wir testen jetzt mal ein bisschen herum. Denn auch mit 3 Euro ist das Klo immer noch so gut besetzt, dass man sagen kann, 3 Euro lohnt sich. Während die anderen beiden natürlich nicht so großartig benutzt werden. 700 Gäste im Schnitt. Naja, nicht so überragend. Der entwickelt in der zweiten Runde schon wieder höhere Spülungen. Das ist natürlich großes Kino. Der muss ja schon wieder Asche bis zum Abwinken haben. Ja, eine Metallschüssel, die nehmen wir doch gerne. Können wir auch gleich mal einsetzen. Wir haben ja hinten noch so ein bisschen frei. Wir haben da hinten ja noch Platz, ne? Ups. So, haben wir jetzt hier auch noch eine Metallschüssel. Da machen wir dann zack. Das haben wir so, okay. Ja, wir versuchen es da einfach auch nochmal mit dem Geld. 3 Euro finde ich hier für den gar nicht mal so verkehrt. 1 und 2 Euro kann man mal so lassen. Hier könnten wir vielleicht in der nächsten Runde auch nochmal eine Metallschüssel reinbauen. Ja, kann man. Wobei. Der Umsatz ist gar nicht mal so hoch, wenn wir jetzt. Gut, dadurch haben wir hier ein bisschen mehr, dafür haben wir hier nur noch die Hälfte. Gut, das ist klar, aber hier das verursacht kaum Kosten durch das Papier, aber hier haben wir die Baumwolle, glaube ich. Das ist natürlich nicht so schön. Bringt also nicht so den Vorteil, aber wir haben da ja auch immer noch die Metallschüssel und nicht die. Boah, was war's? Keramik? Nee, Keramik ist der Anfang. Marmor. Die Marmorschüssel. Er wird auch gleich hier wieder mit einem Spülmann bedient. Vielleicht hätte ich doch mal den Anfänger wählen sollen und den erstmal ordentlich fertig machen, aber wir versuchen einfach unser Glück hier in Staffel 2 mal wieder gegen Mr. Methan, der ja mittlerweile ja schon Doktortitel hat. Zumindest hatte er ihn. So, dann machen wir hier nochmal. Ups. Gehen wir auf Papier zurück. Ja, das ist dann auch nicht mehr so berauschend. Da hatte ich es auch nicht mehr so berauschend. Gut, dann holen wir uns eine Marmor. Einmal Marmorstein und Eisen bricht. Ich kacke, bis die Schüssel bricht. Jawohl. So, haben wir das auch. Gehen wir da nochmal auf 3. Hier gehen wir jetzt auf 2 Euro. Einfach aus dem Grund, weil wir es können. Vielleicht sollten wir nicht zu laut sprechen, denn man weiß ja nie, was der Kollege da neben uns vorhat. Der hat sich ja auch direkt neben uns seine Parzelle geschnappt, weil er direkt wissen wollte, was ist hier los? Was passiert da? Was müssen wir denn zahlen? Nee. Nee. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus mittlerweile. So im Schnitt 1400 Gäste auf den ersten beiden Klos mit 4000 Euro Umsatz und eigentlich kaum Kosten durch das Papier. Und ja, Klo 3 hat halt wieder Baumwolle. Würde wahrscheinlich durch die Preiserhöhung ein bisschen fallen, aber da könnten wir auch vielleicht noch ein bisschen was an Gewinn machen. Vielleicht sollten wir gleich mal in Klo 3 auch nochmal den Preis auf 3 Euro erhöhen. Das Bullshit-Bingo gewinnt mal wieder der Mr. Methan. Mal gucken, was er sich diesmal so Feines holen darf. Eine Marmorschüssel. Kann er lecker kacken.
Jawohl. So. Wir richten alles. So muss das sein. Achso, wenn wir hier auf 3 € gehen, dann haben wir natürlich nichts gewonnen. Wir haben aber auf jeden Fall eine Metallschüssel zu viel. Sehe ich jetzt erst. Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist natürlich doof gelaufen. Das hätten wir klein machen können. Dann gehen wir hier auf 2 € und hier gehen wir ups, 2 € wieder mit Papier. Das lief eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Könnte sogar hinkommen, ja. Obwohl, die ist jetzt natürlich gefallen von der Ausstattung her. Kann man die? Nee. Da kann man nichts gegen tun. Wir versuchen mal. Ja gut, wir versuchen mal auch 3 €. Schauen wir mal. Da sind immerhin, ist da Baumwolle vorhanden. Und ich sag mal, in der nächsten Runde versuchen wir mal unser Glück und werden mal was erforschen. Schauen wir mal, ob es das bringt oder ob unser Glück immer noch ziemlich am Boden angekommen ist und wir einfach nichts machen. Klo 1 und 2 immer noch die Spitzenreiter. Klo 3 und 4. Ja, 3 hat natürlich jetzt einen ganz schönen ganz schöne Einbuße an Gästen. Ist dementsprechend auch nicht mehr ganz so lohnenswert. Naja. Aber wir kriegen direkt schon mal wegen vorbildlicher Sauberkeit die goldene Klobürste. Aber wenn ich jetzt weiterklicke, hat wahrscheinlich Methan dasselbe. Dachte ich mir schon. Das war ja zu erwarten. Aber ich gewinne die Runde. Komm, eine Smaragdschüssel will ich jetzt. Komm, gib her. Ja, da war sie zumindest. Mit einer Keramikschüssel können wir nicht ganz so viel anfangen. Aber wir geben unser Bestes. Keramik sei Dank. So. Ja, das war jetzt nicht so erfolgreich. Wir belassen das mal so jetzt. Und richten das Ganze nochmal. Kondomautomat könnten wir, machen wir aber nicht. Finde, das lohnt sich hier in dem Umfeld nicht unbedingt. Mal gucken, was war das? Naja. Also sieht nicht danach aus. Wir erforschen jetzt einfach mal neue Spülung mit 15.000 und erhoffen mal, dass wir hier direkt mal was kriegen. Ja, das lief natürlich wieder herausragend. Aber das sind wir ja mittlerweile gewohnt. Deswegen machen wir direkt weiter. Klo 2, Klo 3, jetzt mittlerweile mit 1000 Gästen wieder, aber ja, der Gewinn hält sich halt in Grenzen. Wir müssen einfach mal hier die beiden jetzt auf eine Marmorschüssel hochschrauben und dann mal schauen, was wir da Schönes machen können. Der Methan hat mal wieder eine höhere Klobrille entwickelt. Das ist natürlich sehr schön für ihn und er schickt mir das Gesundheitsamt vorbei. Will er das Spiel direkt hier beenden oder wie ist das? Hat jetzt auch nur noch 1000 €. Wollte gerade sagen, so viel ist bei mir ja nicht los, dass das jetzt irgendwie mir abgenommen werden könnte oder geschweige denn überhaupt bei so landen. Tja, nächstes Mal kriegen wir dich, du Dreckfink. Aber er ist mal wieder der Rundenkönig. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat mit seinen verbleibenden 1000 €, aber scheint ordentlich einzunehmen. Kann man jetzt ja leider nicht mehr sehen. Punk is not dead. Das stimmt wohl. Dann schauen wir doch mal, was wir hier jetzt machen können. Kaufen hier eine Marmorschüssel und kaufen für den auch noch eine Marmorschüssel. Da wir ja scheinbar echt einfach gar kein Glück haben mit den ganzen Sachen, werden wir das jetzt so versuchen. Zack, zack. Alles bei 3 €. Das dürfte okay sein. Forschen können wir jetzt ja eh nicht mehr. Und wie gesagt, wir nehmen jetzt relativ gut ein. Für den Anfang. Das war ja bei uns zu Beginn auch so. Mit 3 € ist eigentlich ganz okay. Können wir mal gucken, ob wir bei dem Einkommen jetzt auch auf 2 € wieder runtergehen können. Methan wird zum Rollenverteiler. Weiß nicht, wofür er das wieder verdient hat, aber er hat ja auch schon wieder hier Sachen.